Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. Diesmal was recht Besonderes. Ich finde ziemlich geil und zwar Craft Z. Das ist eine wie mein Set im Prinzip, nur nicht von dem Spiel DayZ abgekupfert, sondern von War Z. Das wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen und vielen Dank für das Kommentar. Ich finde es ziemlich geil. Ja, das ist eigentlich eine totale Abkupferung vom War Z. Also sogar die Items, die Map ist komplett nachgebaut worden. Und das Geile, was ich daran finde, das Tolle, was DayZ oder mein Set, meine ich, nicht hat. Und zwar, ihr seht's, die Waffen. Das ist halt sowas. Das ist schon ziemlich geil, dass das sowas ist. Und die Map ist, wie gesagt, komplett nach dem Original The War Z nachgebaut. Und auch alle Items, die es in War Z gibt, gibt es hier in Mindset, in Craft Z. Und das finde ich ziemlich geil. Es gibt sogar ein Global Inventory und alles. Irgendwo hier konnte man die Map sehen, genau hier. Und naja, man sieht schlecht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die. Oh, jetzt habe ich eine. Skype auf! Skype auf so. Die War Z Map kennen, können das wahrscheinlich auf den ersten Blick erkennen, dass das auch die War Z Map ist. Es gibt auch so eine Live-War Z Map und so weiter. Slash Map, da wird mir leider nur angezeigt, dass ich unten den Link angeben kann und so. Und hier gibt's, das ist wohl eine Truhe, das ist wohl meine eigene Truhe, für den versteht. Glaube ich jedenfalls. Also es gibt dieses Global Inventory, was in War Z gibt's hier auch. Ich habe es nur noch nicht rausgefunden, aber ich glaube, dass es diese Endertruhen sind. Ja, und hier kann man jedenfalls, dieser Ingame-Shop, kann man da selber was kaufen. Diese Dollars kann man finden, indem man hier Dings, ne, ihr wisst, Zombies abschlachtet und ja, so funktioniert das halt. Weapon, nee, ich weiß nicht, ob man hier wirklich harte Sachen kaufen kann. Ruger schon mal. Nee, aber auch nur so die Standardsachen, also Pay-to-Win ist es so richtig nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob man mit Echtgeld bezahlen kann. Ist mir eigentlich auch richtig egal, ich mach's eh nicht. Ja, und so sieht das aus. Wir fangen einfach mal an. Ich habe schon 20 Minuten gespielt. Es sollte eigentlich eine Aufnahme werden, aber aus irgendeinem Grund ging es nicht. Beziehungsweise war die Aufnahme Schrott. Ich weiß nicht wieso, ist mir noch nie passiert sowas. Aber naja, ist ein bisschen ärgerlich, aber müssen wir halt jetzt nochmal ran. Mit Airspawn spawnen wir und sind dann in der Map. Tut mir leid, ich bin immer noch krank. Ich wollte eigentlich diese Folge nicht erwähnen, aber führt wohl keinen Weg dran vorbei. So. Ja, wir sind irgendwo gespawnt. Und was ich das Tolle auch hieran finde, ist, dass man alle Gebäude, oder finde ich jedenfalls alle Gebäude, wiedererkennt vom normalen War Z. Also das ist zum Beispiel Polizeistation. Das Gebäude kenne ich übrigens nicht, aber ich war auch lange bei War Z nicht mehr aktiv. Von daher habe ich wahrscheinlich so einiges verpasst. Ja, das ist die Polizeistation und die Loot-Spawns, also Kisten sind immer Loot-Spawns, die sind auch genau da angebracht, wo sie in War Z auch sind. Und die Zombies bewegen sich auch so schnell wie in War Z und splattern auch so wie in War Z. Wie man hier sieht, ist an sich eine kreative Lösung, die man es machen kann mit dem Splatter. Finde ich nur ein bisschen irritierend teilweise. Water Bottle, sehr schön. Ja, okay. Mal schauen, was hier ist. Die ist leer. Die ist auch leer. Ah, schade. Ja, tut mir leid wegen der Aufnahme. Beziehungsweise kann ich ja nichts für, aber es war eine schöne Aufnahme an sich, weil da habe ich blind gespielt. War ganz lustig an sich. Aber naja. Sowas passiert leider. Oh, was hat der in der Hand? So, ich glaube, die Zombies droppen nichts. Oh, ist da einer gestorben oder so? 9 mm Clip. Hm, naja. So, da haben wir noch was. Auch leer. So, und ja. Finde ich wirklich cool, dass es hier auch Schusswaffen gibt. Das fehlt mir so in mein Set. Und von daher ist das schon mal ein riesen Pluspunkt. So, ich glaube, genau hier war ich in der vorherigen Aufnahme auch. Die Folge wollte jetzt wahrscheinlich auch nur so 10 Minuten gehen, weil mein Rachen wie Sau blutet. Also ich bin wirklich, meine Stimme ist gerade komplett am Arsch durch die 20 Minuten, die ich aufgenommen habe. Ich bin ja immer noch krank und ja, dicke Mandeln ist nicht gut bei Aufnahmen, aber das schaffe ich schon.
9mm Glock, ja, super. Da habe ich letztens auch ganz viele von gefunden, aber hatte keine 9mm. Super, ne? So, was mich halt interessieren würde, was ich halt nicht weiß, ob die Welt Größenverhältnis, das gleiche Größenverhältnis wie von der normalen WarZ-Map hat. Aber ich glaube, so ähnlich auf jeden Fall. Data Peak Ranger Station, genau da war ich letzte Aufnahme auch. Da können wir da zu einem anderen Dorf kommen, da wo ich letztens gespawnt bin. Oder wir gehen jetzt mal in die andere Richtung, damit ich auch was Neues erlebe. Da gehen wir jetzt nicht rauf, aus dem Grund, da habe ich nur ganz viele Zombies hochgelockt und am Ende war da nur eine Kiste, wo nichts drin war. Könnte natürlich jetzt anders sein, aber ja, ich will es mal nicht riskieren jetzt. So, die Wasseranzeige ist unten der Balken. Den kann man sich mal auffüllen. So, und Hungeranzeige kennt ihr ja vom normalen Minecraft. So. Entschuldigung. Ja, wir gehen weiter. Ja, was ich noch schön finde, im Vergleich zu meinem Set, die Zombies sind nicht so stark, aber öfters vorhanden. Und die rennen nicht so. Also, ja, das sind eigentlich so die drei Punkte. Nicht so stark, rennen nicht so, aber sind dafür mehr. Das finde ich eigentlich viel besser. Aber da hat man auch mal eine Chance. Da muss man nicht um sein Leben fürchten, wenn ein Zombie dich verfolgt. Ist natürlich am Ende natürlich Geschmackssache. Ne? Aber naja. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja. Und so weiter. Da hinten ist was. Also ich glaube, die Originalgrößenverhältnisse sind es nicht. Warum habe ich eigentlich so eine wenig... Oh, ich kann ja mal hochstellen. Yay, sehe ich ja viel mehr. Ja. Genau. Ach, da war ich in der letzten Folge auch. Da bin ich auch hier lang gegangen. Da bin ich übrigens in den Supermarkt gestorben. Ach ja. Sachen gibt's, die gibt's nicht, ne? So, das hier ist, glaube ich, so ein Postdepartement. Was ich halt schön finde, die Gebäude sind wirklich so nachgebaut worden, dass man sie größtenteils jedenfalls sofort erkennt. Also ich meine, jetzt wer WarZ spielt, der erkennt die Gebäude halt auch, was ich sehr lustig finde. Ich glaube, das ist Absicht, aber was ich wirklich lustig finde, die Zombies sind in der Wand. Und ich glaube, das ist aus dem Grund Absicht, weil im normalen WarZ gibt es den Bug nämlich, dass die Zombies in der Wand spawnen und dann so halb rausgucken oder dich durch die Wand schlagen können. Und ich glaube, das haben die tatsächlich so übernommen, dass das passieren kann. Und das finde ich irgendwie schon lustig. Also, ja, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt nur nervig, aber naja, bisschen Humor muss sein. Also Link ist auch alles in der Beschreibung, dass ihr mal selber zocken könnt. So, braucht man auch nichts Tolles für. Man lädt sich da am Anfang ein spezielles Texturenpack runter. Also man kommt auf den Server, dann wird einem das gleich vorgeschlagen und dann, dass man halt diese Items so sehen kann. Da ist nichts. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kisten wir jetzt geguckt haben. Die hatten wir, ne? Ja, okay. So, das hier ist, glaube ich, ein Supermarkt. Ja. So, mal gespannt. Hier bin ich letztens gestorben und zwar hier. Hier bin ich gestorben. Da kamen ganz viele Zombies und haben mich vergewaltigt. Das war nicht schön. Ein Bett. Wow. Ein Knüppel. Nice. Water Bottle. Mit den Teilen kann man leider nichts anfangen. Aber naja. So. Zwei Bandagen. Water Bottle. Oh. Was? 12 9mm Clips und nochmal einen. Na du. Was kann ich, was sie da machen? Nur Deko wahrscheinlich. Da ist nichts und. Und. eine Flashlight. Naja. Gut. So. Was das? Kann. Ah ne, da. Noch so ein Häuschen. Ja, ja. So, mal schauen. Da eine versteckte Truhe. Zwei Water Bottles. Ein Dachboden. Was ist da? Chocolate Bar kann man hier nicht stacken. Ne? Sondern beides 9mm Clips. Naja. Hier ist nichts weiter.
Mal hier schauen. Und da noch eine. Painkillers, yay. Die legen wir mal dahin. Ja. Ich hatte Oh, nein, hör auf, bitte nicht. Tu mir das nicht an, bitte. Oh Mann, was hab ich dir. Oh, also, ja, was man bedenken muss, die Leute sind die gleichen Arschlöcher wie in WarZ oder DayZ auch. Das ändert ja daran nichts. Aber naja, ne? Gut, egal. Passt ja, 10 Minuten, irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, schaut es euch da mal selber an, es macht wirklich Spaß. Und ja, jeder, der anfängt übrigens, hat gleich eine Luger, eine Pistole und kann damit rumballern, hat ein Magazin und ja, nur ich bin halt irgendwann gestorben und beim zweiten Mal einloggen hat man die nicht. Aber macht ja nichts. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.